Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trainsimple 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier wieder auf der Tees Valley Line und heute fahre ich eine Fahrt aus dem Fahrplanmodus und dafür nehme ich mir die Hilfe vom Random Number Generator da nehme ich mir den Random Number Generator zur Hilfe. 5 verschiedene Wettermöglichkeiten gibt es ja für den Winter. Es wird Nummer 1, sprich ein nebliger Wintertag. Und wieder 50 zur Auswahl. Es wird die Class 20 RF. Die hat 3 Zugdienste zur Auswahl. Und es soll der erste werden. Sprich, die 6E47 oder die 6E47 Rettenmeier zum Tees-Rangierbahnhof um 10.50 Uhr. Übernehmen Sie diesen Kalksteinzug in Eagles Cliff, das brauche ich nicht mehr, und fahren Sie weiter zum Tees Rangierbahnhof. 1142,5 Tonnen sind wir schwer. Ah, eventuell haben wir ein Doppelgespann, aber insgesamt sind es 22 Wagen oder Fahrzeuge. 208 Yards Länge. Und es ist ein Doppelgespann. So, wir haben noch rotes Signal. Allerdings kann ich ja schon mal, wenn ich jetzt... den Richtungswender, den Generalschlüssel auf ein... Richtungswende auf vorwärts. AWS an. Und die Driver Safety Device bekomme ich wieder nicht an. Gut, dann fahre ich halt nur mit AWS. Und in 1,7 Meilen gibt es ein rotes Signal. Dann löse ich mal die Bremsen. Bremse ist auf 0. Lichter an. Und dann fahren wir mal ein wenig voran. Ups. So schnell auf hier nicht. Wir wollen natürlich auch nicht in Schlittern geraten beim Losfahren. Deswegen nicht allzu viel mit starker Prozentzahl. Wir wollen auch losfahren. Wir wollen hier vorankommen. Vielleicht geht es weiter mit 50 Miles per Hour. In 3,3 Meilen sind wir schon da? Tatsache. Das ist eine sehr kurze Fahrt. Wobei 3,3 Meilen hiermit dauern ja auch wieder ein bisschen. Aber das ist dann wohl eine kurze Tour, aber das ist ja auch nicht so verkehrt. Wir sind jetzt mittlerweile in letzter Zeit doch schon sehr viel Güterzug-Szenarien gefahren. Wenn sie dann mal kurz sind, dann ist es ja auch mal ganz angenehm. Wir sogar direkt beim Nebengleis, bei der Ankunft, auf dem Ankunftsnebengleis. Ah, jetzt wieder weiter nach oben, da wieder kurz im roten Bereich. Ach ja, ist schon ganz angenehm, also mal kurze Touren zu fahren. Allerdings, wenn man das mal so betrachtet, mit kurzen Touren komme ich nicht auf die Level 150 dieses Jahr. Also ja. Aber dann schauen wir mal, was da noch alles so auf mich und auf euch und auf uns zukommt.
dieses Jahr. Ist ja gerade mal das erste Quartal so gut wie vorüber. So, ein bisschen beschleunigen können wir hier immer noch. Auch wenn ich gleich schon wieder entschleunigen muss, aber wir wollen den nachlaufenden Verkehr ja nicht allzu sehr aufhalten. Immerhin reicht die Pfütze an Wasser zumindest noch für diese Fahrt. Ist auch schon mal etwas. Auch wenn ich neben mir noch Gläser stehen habe, ja, Gläser, vor allem Flaschen stehen habe, aber. Aber ja. Sehr schön grün, Weichen sind gestellt. Sehr, sehr spät den Bahnübergang gesehen und dementsprechend auch ziemlich spät gewarnt. Da kommt mir uns eine Class 101 entgegen. Mensch, ich komme doch noch auf Geschwindigkeit, ich komme doch noch auf die 50 Miles per Hour. Bremse waren glaube ich auch ganz gut hier mit der Class 20, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kann mich da aktuell nur dran ersinnen, weil wirklich wissen kann ich es jetzt nicht mehr wirklich, weil die letzten Szenarien mit oder die letzten Fahrten, die ich mit der Class 20 hatte, an die ich mich noch erinnern kann, weil sie nicht allzu sehr lange her sind, da war es nur eine Rangierfahrt. Also von daher. What? Wo kommen denn jetzt die 20 her? Ja, goodbye Punkte. Ja, das läuft ja wieder. Das läuft ja wieder super. Da gibt es schon ja schon so was von, so unfassbar wenig Punkte hier auf der Strecke und dann lasse ich noch so viele Punkte liegen. Das ist grandios, grandios gefahren. Gelbes Signal. Muss noch mal Erdzug entgegen. Ja klar, hier wegen der Brücke sind hier die 35 Miles per Hour oder die 30 Miles per Hour. Prinzipiell gesehen, so gesehen. Gut, natürlich auch noch wegen des anderen Verkehrs, aber ab hier nach geht es dann ja wieder weiter mit. Ich lasse mich mal ausrollen. Wobei ein bisschen beschleunigen soll ich vielleicht schon, damit ich nicht allzu sehr Geschwindigkeit verliere. Wenn jetzt hier weiter den Berg hinauf geht. Vielleicht doch. Bremst leicht rein für den Gleiswechsel, der ja gleich, glaube ich, kommen sollte. Oh, die. Ja, und nochmal Goodbye-Punkte. Mal schauen, ob es noch eine Bronze, ob es nur eine Bronzemedaille wird oder ob ich immer noch auf eine Silbermedaille komme. Also Goldmedaille ist, glaube ich, wirklich ciao. Die werde ich nicht mehr erreichen. Bisschen nachbeschleunigen noch.
mindestens eine Vorbeifahrt sollte drin sein. Wunderbar. Und dann sind wir auch schon da. Naja, noch die eine oder andere Weiche nehmen wir noch mit. Vielleicht kurz reinbremsen. Jetzt kann ich wieder die Bremse lösen. Denke ich mal. Sollte reichen, aber die 15. Okay, ich muss nochmal reinbremsen. Ich finde es immer faszinierend, wie dass es bergauf geht und ich trotzdem an Geschwindigkeit gewinne. Runterzubremsen auf 14 Miles Power. Lohnung erhalten. No. Level up für die Class 20 RF oder die Class 20 RF für 20 Meilen. Und dann geht es jetzt ab aus Ankunftsnebengleis Nummer 1 von der Tease Yard. Noch einen Haltepunkt gut treffen, damit ich nochmal 500 Punkte bekomme. Damit ich zumindest fürs Halten die maximale Punktzahl bekomme. Cool, also ja klar. Solche Strecken, wo man nur 1000 Pünktchen bekommen kann, so fürs Abschließen der Fahrt, das ist halt. Das sind halt Peanuts mittlerweile. Also das sind Punkte, die. Ja, ne? Um viele Level aufzusteigen, ist es einfach viel zu wenig. Nochmal 30 Punkte abgesandt. Oh, da vorne ist der alte Punkt. Den erkenne ich ja schon wieder so gut aufgrund des Schnees. Ja, mit voller Leistung als mit Notbremse wollte ich eigentlich bremsen. Sehr schöne 500 Punkte. Und damit haben wir es abgeschlossen. Das war jetzt die 6E47 Redmire zum Tease-Rangierbahnhof. 11 Minuten habe ich dafür benötigt, 3,6 Meilen zurückgelegt und es gab nur eine Silbermedaille und 815 Punkte. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen bei diesem kurzen Train Sim World 2 Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann beim nächsten Video wieder.